Gegen außen wirkte er cool, aber Urs Longo Schönenberger ging schon mit speziellen Gefühlen in diese erste Partie als Trainer eines Spitzenklubs und Latour-Nachfolgers. Trainiert haben sie in Spanien oder der Südtürkei unter besten Bedingungen und jetzt das hier, der Kontrast konnte nicht größer sein. Den Gästen aus Thun gelang die Umstellung etwas rascher. Cerone, Raimondi und dann Thuns Topscorer Mauro Lustrinelli. Das war nach 15 Minuten die erste gelungene Aktion, aber noch brauchte Patrick Bettoni nicht einzugreifen. IBs Start in die Heimpremiere im neuen Jahr verlief eher in ruhigen Bahnen. Wenig Aufregendes vor Thuns Tor war festzustellen, auch hier nicht, als Neri die Hereingabe verpasste und Melunovic das Tor nicht traf. Der Latour-Nachfolger punkto Temperament sind eindeutige Unterschiede zum Vorgänger erkennbar. Auf dem Spielfeld hinterließ die Gastmannschaft weiterhin den spielerisch besseren Eindruck. Der Ball lief gut durch die Thuner Reihen. Lustrinelli, Raimondi, Baykal, doch Bettoni hielt super. Baykal für Thun wie lange noch? Vermutlich wechselt er im Sommer zu Basel. Hier bewies der defensive Mittelfeldspieler, dass er auch offensive Wirkung erzielen kann. Patrick Bettoni rechtfertigte die Wahl seines Trainers. Er hatte den Vorzug vor Wölfli erhalten. Die Stadt Berner mit Möglichkeiten nach ruhenden Bällen. Chapuisat, Coltorti ließ abprallen, Neri schob ein. 1:0 für IB. Aber Sie sehen schon, Neri brach seinen Torjubel ab, denn Fabio Coltorti lag regungslos am Boden. Man zog ihm sofort seine Maske ab, die er zum Schutz seiner gebrochenen Nase tragen musste. Bange Momente um Thuns Keeper. Was war passiert? Nach Chapuisats Freistoß und Coltortis Abpraller reagierte Häberli und traf den gegnerischen Keeper unglücklich am Kopf. Nach kurzer Pflege konnte Coltorti zum Glück weiterspielen. Noch aber war die erste Halbzeit nicht vorbei. Noch einmal der wesentlich stärkere FC Thun. Lustrinelli, Renkli. Aber an Patrick Bettoni scheiterten in dieser ersten Halbzeit alle Thuner. Bettonis gegenüber Coltorti hatte wesentlich weniger zu tun, sorgte aber dennoch für Aufregung. Sicher auch bei Nationalcoach Köbi Kuhn. IB musste sich jetzt steigern. Eckball Sermeter. Carreño verlängerte zu Neri und drin war der Ball. 50. Minute, das 1:0 entgegen dem bisherigen Spielverlauf. Ausgerechnet Francisco Neri, er war Schönenbergers Spieler zu gemeinsamen Krienzerzeiten. Carreño gewann zuerst das Duell gegen Geburtstagskind Milicevic. Cerone und Renkli verloren danach den brasilianischen Torschützen aus den Augen. Die äußeren Bedingungen wurden immer schwieriger, aber die Stadtberner, beflügelt durch den Führungstreffer, hatten nun besser zu ihrem Spiel gefunden. Häberli, Melunovic, Chapuisat, kein Offside, aber auch kein Tor. Sein Schuss ging ins Außennetz. Ein Töpfsieg, das fehlt Chapuisat noch in seiner Titelsammlung. Der FC Thun im Schneegestöber, nicht mehr so kombinationsfreudig wie vor der Pause. Andres Gerber hätte hier um ein Haar Bettoni erwischt, ob so gewollt oder nicht. Dem Thuner Captain wäre es egal gewesen. Der Ball hatte jedenfalls die Latte touchiert. Es lief die Nachspielzeit. Stefan Chapuisat zog los. Die Thuner Abwehr weit aufgerückt. Nur noch Dömi war da. Der Querpass zu Neri, Coltorti und dann doch noch einmal Neri mit dem 2:0. Das Spiel war entschieden. Doppeltorschütze für die Berner Francisco Neri. Der Einstand als Thun-Trainer war Urs Schönenberger resultatmäßig nicht geglückt, weil ausgerechnet sein Ex-Spieler ihm diesen vermasselte.